Wie viel Geld braucht es, um die Pandemie in den Griff zu bekommen? Das und mehr jetzt im ZDF-Mittagsmagazin. Unsere Themen. Reden wir gleich zu Beginn übers Geld. Obwohl die Höhe des neuen Bundeshaushaltes, so gigantisch er auch ist, in den Hintergrund gerät angesichts dieser Zahl. In Deutschland ist die Marke von 1 Million bislang nachgewiesener Corona-Infektionen. Was am Ende zählt, ist Leben zu retten. Aber die Infektionszahlen steigen und die Todeszahlen auch. 426 Menschen sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, so das Robert-Koch-Institut. Ein neuer Höchstwert. Susan von Lejewski mit einer berührenden Reportage aus dem Klinikum Stuttgart. Mit aller Kraft kämpfen sie also um jedes Leben. Damit die Infektionszahlen nicht weiter steigen, wird gerade hitzig darüber diskutiert, ob die Skigebiete in diesen Winterferien geschlossen bleiben sollen oder eben nicht. Die Bundesregierung ist dafür. Frankreich will die Gebiete öffnen, aber die Skilifte geschlossen halten. Und Österreich wirbt offensiv um Skitouristen. Was halten die Menschen davon, die in den Skiorten ihr Geld verdienen? Brigitte Saar und Britta Hilpert haben sich in Österreich und Bayern umgehört. Sollen alle US- und NATO-Streitkräfte bis Ende April 2021 abziehen. Aber die Lage, die ist weiterhin gefährlich, wie Katrin Eigendorf berichtet. Der Preis, den Landwirte für Schweinefleisch bekommen, sei seit Jahresbeginn um 40% gesunken, klagt der Bauernverband. Heute Beratung dazu der Agrarministerinnen und Minister von Bund und Ländern. Gründe für den Preisverfall? Ein Absatzeinbruch in der Corona-Krise und die stark betroffen. MIMA-Reporterin Antje Klingbeil berichtet. Die meisten Weihnachtsmärkte abgesagt. In den Theatern wird es keine Weihnachtsmärchen geben. Und auch das Geschenke-Einkaufen in der Stadt geht nur eingeschränkt. Wir haben in Berlin mal nachgefragt, wie die Weihnachtsstimmung so ist in Zeiten der Pandemie. Ja, wie kriegt man trotzdem diese Weihnachtsstimmung hin, wenn man am besten zu Hause im kleinen Kreis zu Hause bleibt? Meine Kollegin Lisa Jandi hat sich mal umgeschaut und hat ein paar Tipps für Sie. Grünes Gold, Annette Hilsenbeck berichtet. Heute bringt Tom Gabel alias Dr. Swing sein neues Album auf den Markt. Ein Best-of, passend zu den 15 Jahren Bühnenjubiläum, die der Sänger und Bandleader eigentlich groß feiern wollte. Wie das nachgeholt wird, darüber sprechen wir gleich mit ihm. Jetzt erstmal ein paar gesangliche Eindrücke. Sie suchen, retten und bergen all die, die im Gebirge verunglückt sind, die Bergretter. Im Oktober feierte die Bergwacht ihr 100. Gründungsjubiläum. Lange waren es ganz überwiegend Bergsteiger im Hochgebirge, denen sie zu Hilfe kommen mussten. Heute aber sind sie auch oft für Wanderer, Ski- oder Mountainbike-Fahrer im Einsatz. Bundesweit war die Bergwacht im letzten Jahr an mehr als 13.000 Einsätzen beteiligt. Sandra Susanka hat eine ehrenamtliche Bergretterin begleitet. Mima Men.